Jetzt dürfen wir hören zur Herausforderung, Transformation und zum Aufbruch in Schule und Hochschule. Frau Margret Rassfeld, Rektorin der Evangelischen Schule Berlin-Mitte und die Initiatorin von Schule im Aufbruch. Ja, ich begrüße Sie auch alle und freue mich, dass die Halle voll ist und hoffe, dass wir mit Tatendrang hier rausgehen und dass aus Denkallianzen Handlungsallianzen werden. Das ist nämlich der eigentliche Punkt. Wir haben total viel Wissen, es ist ganz viel da und die Erwachsenen sitzen ganz viel aus. Ich rede ja hier für Schule. Wir müssen uns anschauen, was blockiert uns eigentlich? Schule ist ein Angstsystem. In Schule herrscht unglaublich viel Angst. Eltern sagen nicht, was sie stört oder was sie verändern möchten, das sagen sie am Stammtisch in der Kneipe. Lehrer haben Angst, dass von oben was kommt und so weiter. Ja, so wollte ich eigentlich gar nicht anfangen, aber ich glaube... Mir ist wirklich, liegt es wirklich am Herzen, dass wir nicht nach Hause gehen und sagen, tolle Konferenz, ich bin super inspiriert und dann bleibt alles beim Alten. Das wäre toll, wenn hier heute was anderes bei rauskommt. Ja, was ist die Aufgabe von Schule im 21. Jahrhundert? Das, finde ich, ist die Frage. In welcher Welt wollen wir eigentlich leben? Und was hat Schule dann damit zu tun? Am 25. September 2015, also vor einem halben Jahr ungefähr, hat die Weltgemeinschaft die 17 globalen Ziele verabschiedet, die Sustainable Development Goals. Die Ziele, die bis 2030 erreicht werden sollen. Und dafür brauchen wir neue Haltungen, neue Einstellungen, neue Arbeitskulturen in Schule, Gesellschaft und Wirtschaft. Und deshalb brauchen wir heute andere Schulen. Wir müssen uns bewusst sein, dass Schule einen heimlichen Lehrplan hat. Der prägt Einstellung und Haltung viel, 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 viel mehr als alles Wissen. Wissen können wir uns auch jederzeit wieder woanders herholen. Und wir vergessen ja auch 95% von dem, wo wir uns durchgequält haben und demnächst vielleicht spielerischer lernen und nicht so sehr quälen. Aber es geht um die Einstellung und Haltung, die Schule prägt. Wieso haben wir in unserer Gesellschaft so viel Angst, Fehler zu machen? Eine ganz große Kompetenz für das Neue ist ja, sich überhaupt dem Neuen zu öffnen, das du noch nicht kennst. Das heißt, sich in ergebnisoffene Prozesse zu begeben. Wie werden wir geprägt in Schule? Alles wird kontrolliert, alles wird standardisiert. Es geht überhaupt nicht um Menschen und Entwicklung und Potenzial und Räume öffnen, sondern um dieses Alte, was uns so anheftet. Und Menschen sind in den alten Mustern gefangen, deswegen können wir uns ja auch die neue Schule gar nicht so vorstellen. Und deshalb ist es gut, wenn es Bilder gibt, wenn es gelebte Kulturen gibt, so wie an meiner Schule zum Beispiel, da kommen ganz viele Leute hin und dann erfühlen die den Geist, der da wirkt und dann denken die, wow, so fühlt sich's an. Das könnte eine Inspiration sein. Ja, es gilt, Visionen zu entwickeln. Wie wollen wir leben, wie wollen wir arbeiten und wie muss dann Bildung aussehen, Schule aussehen? Und ich sage mal etwas zum heimlichen Lehrplan heute. Komplexität ist die Herausforderung der Zeit. Und wie sieht denn so ein Schulmorgen aus? Deutsch, Englisch, Mathe, Sport, Ethik, Geografie. Einmal zappen durchs Programm. Der heimliche Lehrplan heißt Zersplitterung. Fächerkorsett, Fremdbestimmung, richtige und falsche Antworten. Du wirst in Denkweisen geprägt, die gar nicht zukunftsfähig sind. In der globalisierten Welt gilt es,
Dinge aus verschiedenen Perspektiven zu sehen, ein sowohl als auch zuzulassen. Mach bloß keinen Fehler. Erfüllermentalität. Lehrpläne werden abgearbeitet. Jetzt sind die Lehrpläne ersetzt durch Kompetenzraster. Welch schreckliches Wort. Wir haben daraus Kompetenzuniversum gemacht, weil die ganzen Metakompetenzen und die Herzintelligenz und dies alles auch dazugehört. Ich sage Ihnen noch ein Beispiel für einen heimlichen Lehrplan. Komplexität und Kreativität kannst du ja nicht anordnen in Einzelstunden. Dafür brauchst du Räume, offene Räume, langfristig, wo du dich ausprobieren kannst, wo du eigenen Fragen nachgehen kannst. Projekt nennt man das. Projektunterricht ist in unseren Schulen nicht verbreitet. Und dann sagen die Lehrer, ich würde ja gerne, aber ich habe ja nur mal eine Einzelstunde. Was ist der heimliche Lehrplan? Eine fatale Botschaft. Junge Menschen lernen von uns zu 80% über Vorbild. Der heimliche Lehrplan heißt da, geht nicht, gibt's nicht. Lösungsorientiertes Handeln geht hier nicht. Ich gebe Ihnen noch ein Beispiel. Schule ist wirkmächtig, neben der Familie die wirkmächtigste Organisation. Sie prägt uns über Einstellungen. Und Schule in Deutschland hat Selektionsfunktion, knallharte Selektionsfunktion. Und jetzt gebe ich Ihnen mal ein Beispiel aus Baden-Württemberg. Wir sind da ja hier. Ich bin oft in Baden-Württemberg, mache hier oft Schulleiterfortbildung, Lehrerfortbildung. Wir haben jetzt in Baden-Württemberg Gemeinschaftsschulen, wie toll. Ich freue mich da total drüber. Wir haben über 250 Gemeinschaftsschulen, denn eine der größten Herausforderungen des 21. Jahrhunderts ist das Zusammenleben zu lernen und dabei die Menschlichkeit nicht zu verlieren. Und wir schaffen es noch nicht mal, 8 Jahre Kinder oder 9 Jahre Kinder gemeinsam in eine Schule gehen zu lassen. Und wollen das Zusammenlernen in der globalisierten Welt dadurch lernen und den Umgang mit Diversity und Heterogenität. Und was passiert jetzt? Jetzt haben wir die Gemeinschaftsschulen, die brauchen Noten erst in Klasse 9 geben, die können selbstorganisiertes Lernen machen, also die haben total viele Freiheiten und die sollen das neue Lernen erfinden. Und jetzt kommt die Anweisung von oben. Die 3 Niveaustufen, grundlegend G, mittleres M und erweitertes E-Niveau sind auf jeden Schüler anzuwenden und sollen alle Begabungen fördern. Das ist die Sachlogik. Ich sehe ein bisschen anders, wie man Potenziale fördert. Aber das ist die Sachlogik des Ministeriums. Was ist die Wirklogik? Die Wirklogik ist, dass jetzt statt die neue Schule zu entwickeln, Lehrer und Schulleiter ihre ganze Energie da reingeben, ist jemand G, M oder E und ist dann eine 2 in G berechtigt, die in M überzuspringen und so weiter. Und wir wissen doch, Menschen sind so in Mustern gefangen und wir müssen auch alles tun, um Muster zu brechen. Und nun gibt ein Ministerium ein System in die Zukunft frei und sagt, macht, ja, wir geben euch jetzt die Freiheit und nimmt gleichzeitig einen Strick und zieht die wahnsinnig in die alten Muster zurück. Und jetzt stellen Sie sich bitte vor, damit Sie ein Gefühl kriegen. Sie in Ihrer Schule, in Ihrer Arbeit, wo immer Sie auch herkommen, Sie hätten, ich bleibe bei Schule, 3 Lehrerzimmer. 1 für G, 1 für M und 1 für E. Und dann stellen Sie sich das mal vor, Sie kommen jetzt aus der Pause und Sie gehen da rein. Was macht das mit der Seele einer Schule? Was macht das mit dem Geist? Und ich würde dieses Experiment empfehlen, auch der Schulaufsicht, weil ich glaube, wir brauchen die, man lernt ja nur durch Erfahrung, ich glaube, wir brauchen diese Erfahrung, damit wir davon loslassen können.
Und denken Sie auch an das, was wir mit solchen Dingen mit Kinderseelen tun. Und seien Sie sich bewusst, dass die feinen Fäden in der Seele der Kinder in Zukunft das Gewebe der Weltgeschehnisse weben und prägen werden. Und viele von Ihnen werden die Heitmeier-Studie kennen. Heitmeier hat ja das Phänomen gruppenbezogene Menschenfeindlichkeiten in Deutschland untersucht. Ein Ergebnis war, dass die Solidarität vor allen Dingen der Akademiker schwindet, die unsere humanistischen Gymnasien besucht haben. 40% der Deutschen sagen, wir kümmern uns zu viel um Schwache und Versager. Wie kommen die da drauf? Meinen die die Gs vielleicht mit Schwache und Versager? 33% sagen, es gibt nützliche und weniger nützliche Menschen. Und Deutschland kann sich weniger nützliche Menschen nicht leisten, ist ein Drittel, jeder Dritte. Und Heitmeier sagt, Menschenfeindlichkeit wird geprägt durch Betonung von Ungleichwertigkeit. Und das machen wir in unserem Schulsystem. Und da müssen wir drüber nachdenken, wenn wir in eine Zukunft gehen wollen, wo Frieden herrscht, wo wir in eine neue Zeit gehen, wo wir uns gegenseitig unterstützen, helfen, wo wir Menschen als Menschen anerkennen in eine Zeit der Menschlichkeit. Und Schule muss sich zu einem Ort der Menschlichkeit entwickeln, wo Menschlichkeit gelebt und gelehrt wird. Nicht gelehrt, man kann Menschlichkeit nicht lehren, man kann sie erleben. Und dann kann man sie einatmen und hat sie hoffentlich. Und 1992, nach dem Gipfel in Rio de Janeiro, wurde Jacques Delors und eine große wissenschaftliche Kommission beauftragt. Oh, ich habe die rote Karte. Zu untersuchen, wie müssen eigentlich die Schulen der Zukunft aussehen, damit wir die gesellschaftliche Transformation hinbekommen. Und er hat uns ein gutes Bild und Modell gegeben. Er hat gesagt, die Schulen der Zukunft müssen auf 4 Säulen stehen. Lernen, Wissen zu erwerben. Da gehört sicherlich die Digitalisierung als gutes Modell zu. Lernen, zusammenzuleben, lernen zu handeln und lernen zu sein. Und wenn wir danach leben und das im Blick auf eine ökologische, nachhaltige, menschliche, friedliche Gesellschaft, dann finden die Menschen auch Sinn und dann sind sie veränderungsbereit. Wir müssen uns um den Sinn kümmern. Die Digitalisierung wird nicht die Haltung und die Veränderungsbereitschaft der Menschen befördern, sondern wenn die Menschen Sinn sehen. Die Menschen haben eine Sehnsucht nach Sinn und die ist da. Und deswegen haben die auch Sehnsucht nach einer anderen Schule. Und jetzt müssen wir schauen, wie es gehen kann. Die 10 Minuten sind um. Nachher mehr.